Die amerikanische Luftwaffe griff zwischendurch laufend die deutschen Hydrieranlagen in Mitteldeutschland an und wählte dabei meist den Weg nördlich von Frankfurt. Am 21. November 1944 stand ich in Eschersheim auf der Landgraf-Wilhelm-Straße und sah, wie eine B-17 aus Richtung Hanau kommend mit nur drei funktionierenden Motoren sich nach Westen zu bewegte. Wie ich beim Studium der alliierten Akten nach drei Jahrzehnten feststellen konnte, war das Ziel dieser Maschine die Raffinerieanlagen in Merseburg. Bereits über dem Ziel war der Bomber von der Flak angeschossen worden und der Pilot hatte den Befehl zum Aussteigen gegeben, der auch von zwei der Besatzungsmitglieder befolgt wurde. Als der Pilot allerdings feststellte, dass seine Maschine noch flugtüchtig war, zog er seinen Befehl zurück und die Maschine befand sich nun in einer Höhe von ungefähr 2000 Meter auf dem Rückflug mit der restlichen siebenköpfigen Besatzung. Als der Bomber ungefähr sich über Hettenheim befand, wurde er von der Flak beschossen und der rechte Flügel fing sofort Feuer. Man konnte dann sehen, wie sieben Mann aus der Maschine ausstiegen, währenddem das Flugzeug explodierte und in Teilen herunterfiel. Die Sieben-Mann-Besatzung, die sich also nun an ihrem Fallschirm befanden, kamen auch gut auf der Erde an. Fünf davon kamen in einer Flakstellung ungefähr 15 Kilometer nordwestlich von Frankfurt nieder und wurden dort gefangen genommen. Die beiden anderen, der Feldwebel Martin sowie der Oberleutnant William Couch, hier die Vermisstenmeldung des amerikanischen Luftwaffenhauptquartiers in Washington, waren in der Gegend des Ginnheimer Wäldchens sicher an ihren Fallschirmen gelandet. Sie wurden zuerst von Ordnungskräften gefangen genommen, die aber dann von dem Ortsgruppenleiter von Ginnheim und vom Ortsgruppenleiter von Hausen und seinem Gehilfen gezwungen wurden, die beiden Gefangenen an sie zu übergeben. Beide Gefangene wurden dann erschossen und ihre Leichen zum Hauptfriedhof gebracht. Auf diesem Nachkriegsbild der Amerikaner deutet ein Zeuge auf die Stelle, wo der Mord an einem der Piloten geschehen war. Heute erinnert nichts mehr daran. Ich stehe hier am Ellerfeld in Ginnheim, wo die Leiche des einen Besatzungsmitgliedes gefunden wurde. Die drei Beteiligten wurden nach dem Kriege von einem alliierten Militärgericht zum Tode durch den Strang verurteilt. Die Urteile wurden auch vollstreckt. Dies sind die einzigen bekannten sogenannten Fliegermorde in Frankfurt am Main.